Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft. Ja, wir sind gerade frisch aufgestanden, haben noch die Spitzhacke in der Hand, weil wir in der Nacht im Bett wahrscheinlich irgendwie weitergebaut haben. Ja, wir sind jetzt soweit fertig hier. Wir müssen hier noch ein bisschen Glas reinsetzen, aber wir haben ja nun mal keine Kohle mehr. So, unten, der untere Bereich und auch hier unser Bereich, der ist auch soweit fertig. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir an das nächste Projekt dran. So, wir haben hier irgendwie Steinkohle, die wir nicht gebrauchen können. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt so gestalten, was ich vorhabe. Und zwar möchte ich uns einen schönen Stall bauen. Aber ich glaube, so, das funktioniert schon mal so. Jetzt müssten wir hier nur gucken, wir haben noch eine Schippe. Jetzt müssen wir erstmal so ein bisschen was terraformen hier. Weil da brauchen wir Platz. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier so ein bisschen uns den Platz besorgen, den wir brauchen. Okay, jetzt hauen wir hier erstmal ein bisschen was weg. So, das geht ja wieder. La la la. So, gucken, wie weit können wir den? Oh ja, oh ja, oh, oh. Das ist richtig toll wieder. Das fehlt mir. So ein bisschen Terraforming vom Feinsten. Aber egal. Das kriegen wir hin. Das sind wir ja schon gewohnt, aber das brauchen wir. Wir brauchen auf jeden Fall den Platz hier, weil ich wollte das nicht zu hoch bauen. Na, du kleine Hummel. So, hier haben wir direkt Wasser. Ein Wasserloch. Das werden wir wahrscheinlich auch wegmachen müssen. Aber jetzt machen wir das hier erstmal schön weg. Und gucken mal, wie weit wir dann kommen. Dong. So, dann eben gucken. Hier können wir ein bisschen schon mal zumachen. Bei dem Platz brauchen wir auf jeden Fall. So, jetzt machen wir es hier schön zu. Und dann wollen wir mal gucken. Ja, das war klar, dass das wieder kommt. So, pup. Pup, 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 pup. Und zack. So, das geht ja supi schnell. Dun, 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 dun. Nee, du nicht. Okay, jetzt müssen wir aber noch ein bisschen was hier terraformen. Jetzt müssen wir erstmal hier so die obere Reihe wegzimmern. Damit wir mal einen etwas besseren Überblick haben. Zup. So, das ist also, wow. Das ist verdammt viel hier. Aber nun gut. So, jetzt machen wir noch ein bisschen was an Erde weg. So schön. Da, da, da. Wieder total spektakuläre Arbeit. Aber es ist halt in Minecraft leider immer wieder so, dass man solche Arbeiten nun mal auch machen muss. So, jetzt machen wir es hier. Schön Platz. Och, ein Ei. Oh, Steve hat ein Ei gelegt. Der eierlegende Steve. Voll geil. So, jetzt mal gucken, dass wir das hier. Wow. Mal gucken, wie lange unsere Diamantschippe das aushält, bevor sie dann sagt, so, du kannst mich mal, ich mache jetzt nicht mehr weiter. So. Wow, 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 wow. So, wir haben dann nur mal eben eine Reihe vergessen, aber das macht ja nichts. Die holen wir uns auf dem Rückweg. So, wow. Alter Schwede, ist ja wieder viel Erde. Tschup, hallo. Hallo, hallo. So, jetzt machen wir das auch noch schnell weg. Und dann gucken wir, ob der Platz vielleicht schon ausreichend genug ist. Weil ich wollte uns hier einen Pferdestall bauen, aber auch wieder etwas der größeren Art.
nicht so klein, wie wir es sonst gemacht haben. Na, du kleiner Waschbär. Und dafür brauchen wir aber ein bisschen Platz. Und das ist hier, nee, das ist nicht so das. Wow, das. Es ist ja eigentlich zu schade, um dieses Wasser jetzt hier wegzumachen. Das lassen wir auch mal. Da können wir uns ja noch irgendwie was rausbasteln. Oh, na, wir sollen keine Löcher basteln, Steve, ne? Keine Löcher. So, jetzt machen wir hier mal schnell weiter. Aber wir brauchen so ein bisschen Platz brauchen wir schon. So, da ist schon wieder eine Kuh. Jetzt hätten wir Leder gebrauchen können. Ja, aber jetzt zu spät. Jetzt haben wir ja unser Teil fertig. So. Das machen wir das hier noch weg. So, bum, 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 bum. Also das wird wieder so eine Lebensaufgabe. Wir bauen wieder, bis der Arzt kommt. Aber nun gut. Von nix kommt halt nix. Dung, 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 dung. Jetzt müssen wir mal gucken. Wow, also das wird schon heftig werden, was wir hier wegzimmern. Aber das müsste jetzt gleich auch gut sein. Dann werden wir... Komm ab, ja. Danke. So, das Pferd mal eben mit der Schippe auf den Hintern gekriegt. So. Müssen wir uns hier noch ein bisschen Platz machen. Das sieht ja... Also hier ist alles kreuz und quer gebaut. Und das ist halt so, dass man dann sich dann schon mal den Weg etwas... freischaufeln muss. Ist zwar nicht immer so die schönste Arbeit, aber nun gut. Jetzt machen wir das hier auch noch eben weg. Ich glaube, wir können die Erde gar nicht mehr mitnehmen, weil unser Inventar voll ist. Und es wird wieder dunkel. Jetzt müssen wir mal gucken. So, das... Ja, das war klar, dass wir hier wieder ein Loch gemacht haben. Plopp. So, dung, 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 dung. So. Jetzt machen wir das hier noch eben ein bisschen frei. So, ja, das haben wir schon mal schön hingekriegt. Unser Haus sieht auch richtig cool aus. Mit den Schatten ist schön geworden. Wow, die Sonne geht gerade unter. Krasses Bild. Supi geil. Okidoki. So, machen wir jetzt noch eine Reihe hier weg, damit wir ein bisschen Platz haben. Oder machen wir es nicht? Wir machen mal. Wir arbeiten jetzt gegen Sonnenuntergang. Das ist doch mal richtig, richtig geil. Entschuldigung. Da bleibt mir sogar die Spucke weg hier. So, bop, bop. So, dele. Das kriegen wir jetzt auf jeden Fall hin. So. Und dann wird das etwas größer und spektakulärer, unser Reitstall. Also unser Pferdestall, nicht Reitstall. So, jetzt haben wir nur das Problem, es ist stockefinster und wir sehen nichts mehr. Jetzt gehen wir erstmal eine Runde schlafen, damit der kleine Steve sich auch ein bisschen erholen kann. So. Eine Runde in die Pufe und gute Nacht. Und einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind wieder zurück und können frisch ans Werk gehen mit frisch ausgeschlafener Schaufel. Plötsch. Ja, man sollte auch die Tür vielleicht von außen zumachen, nicht von innen wieder. So, dann haben wir das hier auch. So, jetzt machen wir das hier noch weg. Jetzt überlege ich die ganze Zeit... Ja, wir müssen hier noch ein bisschen wegzimmern. Es hilft alles nichts. So, und dann werden wir jetzt gleich mal so das Fundament setzen. Ich glaube, dass... Du! Hau ab, du! Es könnte fast passen. So, jetzt fangen wir hier mal an. Na, na, na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, das sind ja schon mal 8.
9, 10. Oh, das wird. Das wird 11, 12, 13. So, das sind 13. Das wird ein Riesenstall. Kinders, alter Schwede. Da werden wir auf jeden Fall. Jetzt müssen wir hier zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Hey du, 25 war das. So, das war 25, 26, 27, 28. Dusch weg. Okay, dann können wir die Erde mitnehmen. Jetzt machen wir erstmal das Fundament. Das war klar, dass das wieder nicht so hinhaut, wie ich das gerne hätte. Da haben wir uns wieder verbaut. Okay, da ist die Schippe auch viel schneller als der Rest. So, jetzt machen wir das noch eben. Wie weit müssen wir? So, das müsste passen, ne? Oh, wir haben keine Steine mehr. La, 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 la. So, das passt auf jeden Fall. So. Da haben wir hier unseren Pferdestall erstmal so die Kontur davon. Und dann haben wir das Problem. Ach, oh, 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 ah, oh. Wir haben noch ganz viele Steine. Supi, geil. Und weiße Wolle. Und ein Ei. Komm, Todesei. Noch einmal ein Todesei. Feuer! Okay, hat nichts gegeben. So, das wird dann halt hier der Pferdestall. So, das finde ich doof, dieses Zeugs. So, dann gucken wir mal eben, dass wir hier noch ein bisschen das zubauen. So. So. Und so. Und so. Und so. So. Ne? So, Killers. Dann machen wir das mal eben hier noch ein bisschen zu. Weil da hinten hin werden wir dann auch noch was machen. Was Schönes. So eine Art Auslauf. Und dann brauchen wir hier ein bisschen Platz, ne? Sonst geht das ja nicht. So, das machen wir eben hier. Zack, zack, zack. Ne, so nicht, mein Freund. So. So. Oh, keine Erde mehr. Doch. Ah, wir haben jede Menge Erde. Ja, die wir wegschmeißen. Das ist supi. Ne, hast du gut gemacht, Steve. So, machen wir hier auch noch. So, schwuppdiwuppdiwu. Okay, dann haben wir hier auf jeden Fall ein bisschen mehr Platz nach hinten. Verzeihung. Und dann können wir da auf jeden Fall was machen. Jetzt wollte ich mal gucken, wir haben ja hier so viel Holz. Wie das wohl aussieht, wenn wir dann hier auf die Ecken machen wir dann uns hier sowas. Genau. Also erstmal nur die Ecken und dann werden wir das noch in verschiedenen Abständen auch noch machen. Also das wird schon etwas anders als sonst. So, jetzt gucken wir erstmal. Jetzt haben wir nur noch 62 davon. Da werden wir, glaube ich, nicht so weit mitkommen. Da können wir vielleicht noch eine zweite Reihe machen. Und dann hat sich der Käse schon wieder gegessen. Wenn überhaupt. So, jetzt machen wir das mal eben. Zup, zup. Ja, sieht nicht so gut aus, glaube ich, für uns. Also wir werden da auf jeden Fall... Oh, schön. Wir werden da auf jeden Fall... Zack, zack, zack. Kommen wir jetzt einmal rum. Wow, geil. Nee, doch nicht. Ach, wir sind noch gar nicht drüben. Ja, das wird nicht hinhauen. Das kann ich jetzt schon sehen. Und egal. Wupp.
So, jetzt haben wir das soweit. Schwuppidu-didu. So, da müssen wir hier mal gucken. Ja, das wird schon ein bisschen edler. Dass wir vielleicht hier dann... Genau, hier wieder ein Holz. Das waren zwei. Da noch einen rein. Okay, dann haben wir immer zwei, ne? Zwei. Und dann haben wir... Ja, das passt genau. Wow, das ist geil. Das ist richtig geil. Bup. So, dann setzen wir auch wieder einen rein. Und wenn wir das dann hinterher hochzimmern... Wow, das wird richtig geil, glaube ich. So, dann gucken wir jetzt mal. Dann machen wir das auf der anderen Seite nämlich auch. Immer zwei frei. So, da. Da. Und da. So, dann machen wir das hier eben noch. Flupp. Flupp. Und flupp. So, dann haben wir das schon mal. Dann haben wir hier noch 12 Stück über. So, flupp. Dann kriegen wir das vielleicht schon mal hier zu. Aber da müssen wir dasselbe hier auch irgendwie machen. Super, dann haben wir die zweite Reihe und das hat genau gepasst. So, jetzt haben wir immer zwei freigelassen. Das würde ich hier vorne jetzt nicht unbedingt machen. So an der Stelle, da machen wir vielleicht... das ist 28, 4 mal 1, 2, 3, 4 und dann den fünften machen. Mal gucken, ob das passt. So, 4, 1, 2, 3, 4. Den weg. 1, 2, 3... 4, den weg. 1, 2, 3, 4. Den weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, das passt dann nicht. Das passt gar nicht. Das sieht scheiße aus. Da müssen wir vielleicht 5 machen. Machen wir dann vielleicht den hier weg. So, flupp. So, dann machen wir da wieder hin. Und machen hier den Holz. Schwubbelibubtidu. So, machen wir da drauf. Am Blick, wir machen das noch eben zum Probieren. So, schwupp, schwupp. Haben wir 1, 2, 3, 4. Also, Alter, kann ich noch... Ich kann nicht mehr zählen. Ich kann nicht mehr zählen. 1, 2, 3, 4... So, da kommt das Holz hin. Schwubbelibub. So. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Ne? Haben wir mal 5 freigelassen. Jetzt muss ich. Ich bin ja total durcheinander. 1, 2, 3, 4, 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. Dann kommt der weg. So. Dann kommt da ein Klötzchen hin und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Und dann kommt da ein. Das sieht auch scheiße aus. Also wir kriegen das irgendwie nicht so ganz gebacken. Weil wir haben hier, warte, wie haben wir denn insgesamt? Das müssen wir jetzt, müssen wir erstmal zählen. Ich glaube, wir haben uns hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26. Und hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, das ist toll, das passt sowieso nicht so wirklich. Okay, dann werden wir das irgendwie ein bisschen anders machen. Dann machen wir von den Ecken aus, machen wir 5 frei. 1, 2, 3, 4, 5. Schwupp. So. So, machen wir, hier haben wir das auch. Und dann bleiben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 über. 14. Und es wird wieder stockefinster. Gut, dann werden wir jetzt hier einfach mal, glaube ich, die Arbeiten ein wenig beenden, weil wir nicht mehr so viel sehen. Schwubbelibub. Und werden mal gucken, dass wir das beim nächsten Mal etwas anders gestalten. Ja, das Handy sagt wieder, nö, mach mal Schluss jetzt. Okay, dann werden wir das noch eben hier kurz weghauen.
So, komm, mach mal eben schnell. Schwupp. Und dann werden wir uns das beim nächsten Mal in Ruhe anschauen, dass wir da hier auf jeden Fall was hinkriegen. Das haben wir hier. Da haben wir 5 genommen. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann haben wir, wenn wir rüber tun, haben wir 7. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, ich habe die Idee. Wir machen das noch eben hier. So. Und hier in die Mitte soll dann sowieso hinter das Tor kommen. Ne, dann müsste das ja eigentlich funktionieren. Dann haben wir da eine Tür drin. Eine kleinere oder eine größere. Gucken wir mal, ob wir eine Doppeltür machen oder nicht. Aber dann haben wir das auf jeden Fall schon mal so weit stehen. Gut, dann mache ich jetzt an dieser Stelle Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach einen Daumen nach oben da. Würde ich mich super drüber freuen. Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge von Minecraft wieder. Okay, bis dann. Ciao.